Hey Skat-Freunde, stellt euch mal vor, ihr nehmt erwartungsfroh wie immer die Karten auf und findet folgendes Traumblatt. Natürlich gibt es kleine Abzüge in der B-Note, der Pik Bube fehlt und ihr sitzt in Mittelhand und tatsächlich kommt sogar noch eine 20er-Reizung aus Hinterhand. Aber ihr müsstet doch verrückt sein, wenn ihr nicht mit diesem Turboblatt Granghand annoncieren würdet. Und ich denke mal, das ist auch eine gute Entscheidung, obgleich wir natürlich in dem Rätsel, das vor 2 Wochen rausgekommen ist, wie beim Skat sehen werden, dass das halt nicht immer funktioniert. Und das werden die meisten von euch ja auch wissen. Das Spiel ist nicht unverlierbar, aber eigentlich zeigt das Rätsel eindrucksvoll, wie viel zusammenkommen muss, um das Spiel eben zu schlagen und dass ihr als Alleinspieler auch eine Menge Gegenwehr noch habt. Von daher schauen wir uns das hier mal an. Wir sehen es hier natürlich aus der Hinterhandposition. Das bedeutet, der Alleinspieler sitzt hier in Mittelhand und tauft Granghand. Ja, da geht das Elend los. Vorhand hat 5-mal Kreuz von unten, sucht direkt den Abstich mit Kreuz König. Kreuz 10 hat genau auf diese Verteilung spekuliert und das funktioniert ja auch und wir haben die 16 Augen im Keller. Jetzt wissen wir natürlich bei diesem Handspiel noch nicht genau, was drin liegt. Es ist also sowieso hier ein Stück weit Spekulation. Wenn wir das jetzt ein, zwei, dreimal ausprobiert haben, werden wir feststellen, ja, Herz König und Karo König liegt drin. Aber auch so kann man ja vielleicht darauf spekulieren, dass ein Karo drin liegt. Ja, und was liegt dann näher, als erstmal hier in Karo diese 21 Augen auf die Karo-Lusche einzusacken und danach, naja, vielleicht den Alleinspieler tatsächlich jetzt in sein Herz Ass einzuspielen und jetzt die Hoffnung in Pik auf Ass König Lusche noch 2 Stiche zu machen und darauf die Herz 10 zu versenken. Aber jetzt Überraschung: Der Alleinspieler spielt sogar einen Buben. Warum spielt er nicht sofort die Pik Lusche? Er erlaubt uns hier noch den Abwurf der Pik 8. Das wirkt erstmal ein bisschen obskur, aber die Engine ist natürlich präzise am Rechnen. Und jetzt denkt man sich ja schon: Hä? Was macht sie denn? Was macht sie denn? Spielt einfach die leeren Bubenzüge und tatsächlich bringt die Engine uns damit so ein bisschen in einen Zugzwang. Nicht hier uns hier in Mittelhand, sondern den Spieler mit den Piken und den Kreuzen. Denn wenn jetzt Pik abgeworfen wird, dann kommt natürlich einmal Pik von unten und wir machen nur noch die 20 Augen. Bup, bup. Und danach ist jetzt Rest beim Alleinspieler mit dem Kreuz Ass und Pik Ass König. Daher liegt es natürlich nahe, jetzt auf diesen Buben noch einmal Kreuz abzuwerfen. Aber auch da hat sich der Alleinspieler natürlich was bei gedacht. Jetzt wird einfach das Kreuz Ass gezogen, der letzte Kreuz raus und dann kommt eben Pik von unten und erneut können wir hier nur einen Stich machen. Da wir eben auch nicht die Pik 7 hier haben, können wir nicht einmal unterbleiben und danach noch auf den Pik König warten, sondern das Beste, was wir machen können, ist jetzt wirklich die 10 nehmen und dann sind es halt nur 57. Ja, Moment mal, wollte ich hier nicht irgendwie eine Lösung präsentieren? Was ich hier mit euch eigentlich zeigen wollte, ist, ich habe mir das Rätsel demnächst angeschaut und dachte so, ah, ein Stern, ganz einfach, das spiele ich mal eben einfach weg. Und dann habe ich festgestellt, Moment mal, ich kapiere es nicht. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Versuche gebraucht. Dann habe ich mir gedacht, also ich habe definitiv hier mich bei der Schwierigkeit irgendwie vertan. Erfasst habe ich das Rätsel wahrscheinlich schon vor so langer Zeit, dass ich den Clou jedenfalls längst vergessen hatte. Und dann musste ich wirklich nochmal ins Gebet gehen, in den Keller gehen, richtig nachdenken, wie lösen wir dieses Positionsspiel auf, ne? Dass der Alleinspieler es immer schaffen kann, aus der Nummer noch wieder rauszukommen. Und dann ist es wie so oft beim Skat manchmal so, du musst nur diese eine Stelle, den einen Knoten musst du zerschlagen und dann bekommst du alles hin. Es geht also darum, dem Alleinspieler rechtzeitig wieder in sein Kreuz Ass einzuspielen, sodass er uns eben nicht am Ende mit diesem Zugzwang unter Druck setzen kann, beziehungsweise das Spiel für sich lösen kann. Und dafür müssen wir jetzt im zweiten Stich eben den Zauberzug finden. Habe ich auch länger ausprobiert, ne? Man kann auch direkt jetzt Herz Lusche spielen, man kann auch Pik spielen. Alles führt nicht zum Erfolg, sondern der Zauberzug. Und daran merkt man eben, am echten Tisch würde der Granghand wohl wirklich immer bestehen, auch wenn der Kreuz voll immer abgestochen wird. Noch gefährlicher wäre vielleicht Abstich vom blanken Herz Ass mit der 10, aber auch dann
hat der Spieler eine Menge Gegenwehr. Der Zauberzug, den es hier zu finden gilt, ist jetzt die Karo-Dame. Denn damit verzichten wir nur kurzfristig auf das Karo-Ass. Das holen wir uns später noch, aber haben jetzt die Übergabe gespielt und können den Alleinspieler wieder in Kreuz anspielen und schaffen es dann auch, die Pik-Lusche direkt abzuwerfen. Das heißt, hier sind wir nicht auf die direkten Zwischenbauernzüge des Alleinspielers überhaupt angewiesen. Und so gesehen hat er jetzt auch gar keine Chance, auch wenn er natürlich den gleichen Trick wieder ausprobiert, nur der wird ihm jetzt nichts nützen. Dafür ist eben die Stellung insofern anders, als das Kreuz Ass auch schon raus ist. Und deswegen können wir eben jetzt, kommt die Pik-Lusche etwas früher, wenn der Alleinspieler noch seinen letzten Bauern gezogen hätte, dann hätten wir uns eben in Pik um eine Karte gekürzt und am Ende eben den letzten Stich auch mit der Kreuz-Dame gemacht. So ist es ganz egal, ob wir Herz 10 oder Karo Ass legen. Wichtig ist jetzt noch hier einmal zu schnippeln mit der Dame und den letzten Stich einzusacken, obwohl wir am Ende dann doch die Pik 10 verlieren. Das können wir dem Alleinspieler aber gerne zugestehen, denn wir kommen jetzt auf 60 Augen und mit Pik Ass und den letzten Bauern darf der Alleinspieler gerne, ja, noch ein schönes Endspiel hinlegen.